Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Und ja, ich habe umgestellt auf 180. Ich wollte trotzdem nochmal geguckt haben. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich gehe nochmal zum Titelbildschirm. Ich habe auf 180 umgestellt. Ich habe nochmal ein bisschen das Internet durchstöbert. Ich habe leider nichts gefunden darüber, über die Einstellung. So, Schwierigkeitsgrad ändern, Benutzer definiert. Ich weiß nicht, was auf normal steht. Das ist halt so mein Problem. Ich weiß nicht, was das bedeutet pro Tag. Ob das jetzt die Wellen sind. Beziehungsweise ich hatte auf 180 stehen. Ich lasse das mal auf 120. Wo war das mit den Wellen? Hier, Welle. Lebenspunkte? Und Zombie-Wellen, Menge. Aber das sind ja nur Respawn-Zeit. Das ist jetzt nicht irgendwie groß, dass wir eingestellt haben. Ich glaube, wir haben sonst nichts irgendwie umgestellt, ne? Also ich lasse jetzt mal auf 120. Und wir starten mal und gucken dann mal, ob wie das dann ist. Weil es passiert ja jetzt nicht viel oben am Totenkopf, aber vielleicht geht die Zeit jetzt auch schneller um. Ich meine, gelesen zu haben, das habe ich, glaube ich, gefunden im Community-Chat von oder in der Diskussion auf Steam, dass wohl also jeden Abend eine Welle kommt und dass die Tage und Nächte halt schneller oder langsamer vergehen. Ich denke mal, dass sie schnell und langsamer vergehen, wenn man das da einstellt. Das muss man jetzt mal so ein bisschen im Auge behalten. Wir waren ja bei Stunde 6, glaube ich. Und oder Stunde 7. Und wir schauen mal, was jetzt passiert. Und sind zurück. Genau, wir haben fleißig gebaut beim letzten Mal hier. Und ich würde diesmal erstmal wieder ein bisschen Holz farmen. Das machen wir mal. Oh, der Zombie, der letztes Mal hier uns angegriffen hat. Wo kam der her? Was wollte der von uns? Der soll weggehen. So, wir farmen erstmal. Ein bisschen. Und wir werden ja nicht zu wenig brauchen an Holz. Wir brauchen Blätter für Stoff. Und mit Stoff können wir dann wieder Seile bauen. So. Den Busch natürlich mit. Suckerpair. Nee, warte mal. Es geht, glaube ich, mit dem Messer besser, ne? Weil das schneller geht. So. Jo. Können wir nämlich auch Blätter und so. So, jetzt aber. Zack, zack, zack. Ah. Dieser Tannenbaum wollte nicht. Wir können schon wieder leveln. Hoha, huha. So, Bäume. Leveln. Ich wollte hier unten die Ausdauer leveln beim letzten Mal. Da mache ich das jetzt mal. So, Stunde 7. Mal gucken, wie schnell das jetzt geht. So. Trotzdem möchte ich das jetzt erstmal so belassen und schauen mal, was dann passiert, weil irgendwas wird ja passieren müssen. Keine Wellen haben wir ja nicht eingestellt. Es kommen ja Wellen oder sollen ja kommen. So. Da oben läuft auch ein Zombie am Zaun. Oben an dem Zauneingang. Was ist das denn da oben? Ist das ein Parkplatz? Können wir mal gucken gehen demnächst. Mal ein bisschen auf Loot-Tour gehen. Das können wir gerne mal machen. So. Also, let's go. Vielleicht werde ich das zwischendurch auch mal im Stream spielen, mit Aufnahme. Aber ihr verpasst dann nichts. Ich werde das quasi auch so aufnehmen. Das Einzige, was dabei ist, dann mein hässliches Gesicht. Das wird dann dabei sein. Aber ansonsten verpasst ihr dann nichts. Ich werde das auch aufnehmen für euch. Genau. So. Gut. Ich würde sagen, wir tun mal ein wenig aufräumen an Bäume. Wir brauchen ja ein paar. So. Ein paar Texturen laden noch nach. Ich dachte, ich hätte das gehört. Alter Schwede. So. Der Baum ist sehr hart. Ein harter Baum. So. Nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, kann man den auch fällen? Jo, es geht sogar gut. Sehr, sehr gut.
Ja, das mit dem der Überlebensnotiz, das machen wir, wenn wir soweit sind drin. Also wenn wir bei uns dann soweit ausgebaut haben. Hier sind schwebende Pilze, die nehme ich mal mit. Dass wir das dann testen können, was der da von uns wollte. So. Boah, jetzt scheint hier die Sonne rein im Büro. Ich sehe fast nichts. Ah, Stunde 8. Okay, das ging jetzt schneller um. Kann man sagen. Guck mal eben, Stunde 8 war jetzt bei 5. Okay. Gucken wir mal, wie viele Minuten das jetzt sind. So. Gut, sehr schön. Dann haben wir das auch. So. Aber dass man nicht essen oder trinken muss, ist ein bisschen merkwürdig. Es fehlt noch. Ich meine, wir verlieren Energie. Ne? Also dieser weiße Balken reduziert dann quasi unsere maximale Energie. Das können wir auffüllen mit Energieriegel. Das haben wir ja schon gesehen. So. Gucken wir mal. Wie schnell jetzt auch die Tage umgehen. Bei 100, 120 war es jetzt. So. Das ist ein sehr freudiger Baum. Der braucht ein bisschen länger. So, dann würde ich sagen, düsen wir mal zurück zu unserer Hütte, die ja da hinten liegen müsste. Würde ich den Baum vielleicht noch mitnehmen hier auf dem Weg. Aber die hinteren Bäume würde ich, glaube ich, lassen. Ich will das nicht so kahl machen. Kahl! Das tötet Menschen. Immer so ein Blick oben auf die Stunde und auf den Totenkopf, ob sich da irgendwas tut. So. Gut, ich weiß natürlich nicht, wie die Einstellungen bei normal sind. Bei den Wellen und den ganzen Kram alles, ne? Wenn man dann auf Benutzer definiert klickt. Aber ich habe das ja alles so gelassen, wie es ist. Also ich habe da ja nichts verstellt. Gut. So. Ich würde sagen, wir bauen weiter. Wir müssen aber erstmal Holz bauen. So. Vorsichtshalber erstmal zumachen. So. Wir brauchen erstmal Holz. Das erstelle ich mal. So. Dann brauchen wir Stoff und Schnaps. Und dann brauchen wir Seil. Sehr schön. Gut. Auf geht's. Ich würde auch noch ein bisschen erkunden wollen demnächst. Weil aktuell haben wir ja noch die Zeit dafür. Sieht zumindest danach aus. Aber ich möchte erstmal so ein bisschen Defense Walls bauen, damit wir ein bisschen gesaved sind, was das angeht. Wir müssen ja auch noch irgendwie zusehen, dass wir da drüber gucken können, ne? Das war ja auch noch so angedacht irgendwie. Ja. Ja. Mache ich, glaube ich, eher so. Weil anders geht's nicht. Weil ich müsste dann durch den Zaun. Ich meine, ich baue so oder so durch den Zaun, aber das sieht man tatsächlich nicht. Das ist sehr schön. Nein. Bisschen feiner drehen. Das geht nicht, sagst du. Dann machen wir den Snap weg. Und dann machen wir das selber. Und zwar mache ich den hier so hin. So. Jawohl. Jetzt kannst du ansnappen. Jetzt dürfte es ja einfach erstmal nur geradeaus gehen. Sehr schön. Oh, achso. Mit anderen kollidieren? Was für einen anderen kollidieren? Niedriger? Niedriger geht nicht. Ah, der Baum ist bestimmt im Weg, ne? Das haben wir gleich. Gar kein Problem. Oder ist der Baum im Weg? Oder ist hier irgendwas anderes am Stehen? Nee. Ist bestimmt der Baum. Das kriegen wir hin. So. So. Dann fällen wir mal eine Runde. Dumm, du dumm, du dumm. Du dumm, du dumm, du dumm. Dumm, du dumm, du dumm. Du dumm, du dumm, du dumm. Und dann probieren wir es nochmal. Ja, warte. So, Moment. Ja, ein bisschen rüber. Nicht ganz. Vielleicht nur so ein bisschen. Na.
Ah, will er nicht? Das wäre hier. Ich drehe mich mal um. Ja, es könnte klappen. Ist das tief genug? Ich glaube nicht. Okay, pass auf. Dann mache ich das Snap wieder aus. Und mache das selber. Damit es ein bisschen tiefer wird. Tiefer und fester. So. Das sieht gut aus. Sehr schön. Dann mache ich den nächsten auch noch ohne Snap, weil es geht. Alter. Ja, das ist ein Vogel, der durch den Boden fliegt. Das sind ganz normale Vögel. Also ganz normales Vogelverhalten. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt so gewundert habe. Das sind die normalen Bodenvögel, die sie jeder kennt. So. Zack. 9. Bei 10. Okay, das waren jetzt genau 5 Minuten. Für eine Stunde. 5 Minuten für eine Stunde. Okay, das passt eigentlich, oder? 5 Minuten in-game, eine Stunde. Schreib mir das mal auf, dann kann ich mir das mal durchrechnen. So, ihr habt das wahrscheinlich jetzt schon gemacht, ne? Ja, so mache ich das. Das sieht gut aus. So. Nein, warte mal, ich würde das gerne ohne Snap und dann einmal bitte... Der ist so hoch geworden, Mist. Egal. Warte. Und zwar hätte ich den gerne so. Ja, der ist ein bisschen zu hoch geworden. Egal. Hier kommen wir jetzt an der Scheune an. Ich weiß nicht, wie viel wir denn noch bauen können. Da müssen wir jetzt mal schauen. So, da geht er nach da, das ist nicht gut. Ne, da machen wir ohne Snap. Es kommt kein Zombie an oder so, während wir hier gerade am Bauen sind. Es wäre echt blöd gerade. Mein Gott, wir sind gut ausgerüstet. Es kann uns nichts passieren, erstmal, wohlgemerkt. Ich hoffe, die hauen uns nicht die Hütte ein jetzt schon. Während wir weg sind zum Beispiel oder so. So, ich würde jetzt hier gerne... Jetzt kommt die große Frage, die Tür. Haben wir sowas wie eine Tür hier? Nee, ne? Eine kleine Tür dadurch, nur das Tor haben wir, ne? Wir könnten da so einen Ausguck bauen. Hier. Niedriger? Hier ist ein Ausguck. Können wir da durchgucken? Aber das können wir nicht mit dem Dings verbinden, ne? Also wahrscheinlich schon irgendwie wird das bestimmt gehen. Aber, okay, ist glaube ich die letzte Wand, die wir bauen können. Aber ich glaube, ich würde diese Tür, glaube ich, zubauen. Wollen. Ja, es kollidiert hier mit einigen Sachen. Wahrscheinlich mit dem Dach auch und so. Ja. Ja, müssen gucken. Irgendwie geht das hier. Das muss aus dem Dach raus oben. Das ist das Problem. Okay, das heißt, ich müsste normalerweise... Den Hammer habe ich nicht bei, ne? Doch. Okay, pass auf, dann muss ich das nochmal abändern. So. Jo. Und zwar nochmal die Wall. Und dann hätte ich gerne das bisschen anders. Vielleicht nehmen wir die Laterne doch mit. Mal gucken. Diese verschwörerische Musik im Hintergrund. So, dann machen wir es lieber so und gehen dann hier außen rum. Leg mal bitte den Hammer weg. Danke. So, Snap. Ah, jetzt geht er da lang. Okay, gut, dann machen wir es so. Ja, das ist sehr schön. Genau. Gut, dann lassen wir die Tür so und dann bauen wir... Ich würde hier einfach, glaube ich... Das Problem ist, die Tür müssen wir doppelt verbarrikadieren. Das ist einfach so.
Weil wenn die hier durchbrechen und hier reinkommen, sind die sofort in der Base. Aber instant. Das heißt, wir müssen definitiv da noch auch noch zubauen. Mit einer normalen Wand oder so hier. Eine verstärkte Wand, die wir dann da hinbauen. Und sogar ins Gebäude reinbauen. Das ist geil. Gefällt mir irgendwie. Nein. Ja. Warte. Yo, das sieht geil aus. Vielleicht noch ein bisschen höher. Ich muss mal gucken, wo ist denn jetzt hier der Boden? Da. Ja, machen wir das doch so. Yo, das gefällt mir sehr gut. Weil da müssen die erstmal hier nochmal durchkloppen. Und wenn wir wollen, können wir innen auch nochmal verstärken. Ja, das ist gut. Das ist sehr schön. So, wir brauchen aber jetzt nochmal Material. Wir können noch einen bauen, wenn ich das richtig sehe. Und der muss jetzt dann in welche Richtung? Ja, aber bitte, glaube ich, ohne Snap. Kann ich den hier ansnappen? Aber macht der Dings nicht, ne? Ah, er macht das nicht. Weil das Dach da im Weg ist. Aber wir können den so werden lassen. Das heißt, ich muss hier hinkommen. Okay, das heißt, ich muss ungefähr so die Richtung bauen. Okay. Gut, warte. So, dann machen wir das doch mal. Nee, aber dann bin ich doch von der sicheren Seite, dass da auch nochmal zu ist. Ne? Also hier kommen sie, glaube ich, ja, hier kommen sie auch rum. Aber gut, wenn die zur Not, können wir hier auch nochmal zubauen. Irgendwie gegebenenfalls. Da müssen wir nochmal schauen. So, können wir? Nein, können wir nicht. Uns fehlt Seil. Das heißt, wir müssen fleißig Blätter sammeln. Das mache ich mal eben. So, weil die Wände hätte ich schon gerne einmal davor, damit wir da ein bisschen safe sind. So, 4 Blätter. Ich nehme noch mehr mit. Das ist nichts. Das hier aber. So. Was hat er denn? Ja, beruhig dich. Ist doch gut. Was hat er denn? Okay. Ruft er welche? Ist das so einer, der welche ruft? Hä? Jesus, bist du's? Was hat er denn? Oder ruft er seine Kollegen? Das wäre ja fies. Ich glaube, der ruft, ne? Kann das sein? Was ist denn mit dem? Ah, der ruft. Der ruft seine Leute. Das ist ja fies. Das ist ja gemein. Okay, auf den müssen wir aufpassen. Der ist ja gemein. Der ruft die ganzen anderen Zombies. Der lockt die an. Oh, das ist ja fies. Alter. Das ist ja völlig gemein. Toll. Jetzt wollte ich gerade hier meine Blättchen sammeln. Und er ist der Meinung, er brüllt da einfach mal rum. Macht da gleich mal mit. Dann denken die bestimmt, ich gehöre zu denen. So. Blatt für Blatt nehmen wir mit. Warum dauert das so lange? Das war beim letzten Mal auch schon so. Ja. Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. Ich warte mal eben. So. Oh. Schneide ich mal ab. Gut, so, weiter geht's. Im Text. Ach, das Messer ist kaputt, deswegen dauert das so lange. Na, das ist ja ganz toll.
Ja, wir brauchen diesen Reparaturtable, stelle ich gerade fest. Das macht Sinn. Ich bin überlegen, ob ich tatsächlich hier vielleicht ein bisschen was reinpacke an Werkzeug und so und den ganzen Stuff. Ich nehme das mal hier weg alles. Das ist ja... Deswegen dauert das so lange mit den Pflanzen. Und ich gucke da gar nicht hin. Ich bin so schlau. Pass auf, da mache ich doch hier einfach den Reparaturtable rein. Das ist nichts. Da war ein Spind. Das war die Kiste. Ja, machen wir das doch mal. Was brauchen wir denn dafür? Ausrüstungsfertigungstisch brauchen wir dafür, ne? Oder? War das das? Nee. Doch, das war der, ne? Ich glaube, den brauchten wir. Nee, Moment, den haben wir ja. Jetzt muss ich nochmal selber nochmal gucken, was wir dafür brauchten. So, lass mal gucken. So. Damit ich hier ungestört bin. Wo haben wir denn das Reparaturkit? War das hier drin? Nee. Da. Ausrüstungsfertigungstisch brauchen wir dafür. Doch. Aber den haben wir doch. Das ist doch der hier, oder nicht?